Sehr seltsam. Okay. Adorable. Adorable. Ah. Was ist denn so? Das ist immer oh, schön, großartig oder anbetungswürdig für das, glaube ich, sogar manchmal. Das ist aber voll übertrieben. Eigentlich so süß. So übersetze ich mir das immer. Oder so wow. Irgendwie so. Okay, wir versuchen das jetzt mal. Nein, scheiße. Ich habe keine richtige Munition. Ich muss weg. Okay, keine Panik. Ich hol mir die Nägel. Der kommt jetzt gleich. Ich schieße ihn ab. Ich habe Angst vor den Dingern. Warum? Das sind nur so komische Blobs. Button 27. Button. Ja. Ich sehe, aber dann soll ich nach oben. Kann ich eventuell von hier... Kann ich vielleicht... Warte mal, das wäre natürlich eine Idee, ne? Ich muss wahrscheinlich zurück. Sonst hätte ich jetzt gedacht, vielleicht kann ich von hier aus irgendwas abschießen. Aber okay, wir gehen nochmal zurück. Wir gehen den ganzen Weg nochmal zurück. Der kam ja daher. Also muss da ja irgendwas sein. Das ist schon sehr gruselig, wenn, so, wenn das Ding da irgendwie um die Ecke kommt. Es hat keine Form, es ist trotzdem sehr gruselig. Ich hab doch auch weiße gesehen. Den schwarzen habe ich gerade gar nicht gesehen zuerst. Okay. Ah, super. Button 27, bist du hier vielleicht irgendwo? Was? Raining? Ah, das ist ganz komisch. Wir haben hier immer so hanging in branches, raining, adorable. Adorable, ich spreche das mal falsch aus. Special, light und button. Ganz strange. Ist das? Kann ich das aufheben? Okay, das andere kann ich nicht aufheben. Schade. Another hospital bed. Warum? Wie gehst du sofort zum Button? Warum? Da sind viele medizinische Bücher. Sieht aus, als wäre es so Anfängerbücher, so das ABC der, des Heilens. How to understand your teenager. Do-it-yourself check-ups. A pile of empty forms with questions about age. White lifestyle. Also irgendjemand hat sich hier jemand versucht, ich weiß nicht, ob sich jemand versucht hat, irgendwie Medizin selber beizubringen, aber auf eine sehr schlechte Art und Weise. Hier steht kein Krankenblatt dran. Ich guck nochmal hier. Es ist natürlich alles sehr, sehr alt, aber der Park ist ja auch sehr, sehr alt. Aber warum sollten denn ein Vergnügungspark? Warum sollte denn ein Vergnügungspark hier? Warum gibt es diese Krankenzimmer zur Hölle? Gehst du auf? Komme ich hier auch nicht weiter, oder was? Das muss doch hier sein. Das muss hier sein. Wie kommen wir da rum hin? Jetzt fliegt hier noch eine Fliege rum. Also manchmal ist es hier echt fies in dem Raum. Also, Button 23 ist da hinten irgendwo. Ich habe nur halt keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das hier geht oder das gewollt ist, dass es geht. Hm. Bin ich hier
jetzt? Ach so. Nee. Was ist? Ach so, den habe ich gar nicht gesehen. Bobby's Real Number One. Number Nine. Okay, können wir das abspielen? Wir müssen wahrscheinlich jetzt noch was finden, ne? Ja, Button 41, wir kommen sofort. Wo höre ich gerade zu? Was zur Hölle? Habe ich... Lalala, also für mich hat sich das nicht lalala angehört. Das sind hier das sind der Kleinhaken, die für mich aussehen wie Gesichter. Wie Gesichter hier, guck mal. So ungefähr sehen die aus. Oh Gott, was für ein gruseliges Bild. Jetzt wird aber langsam echt, Ja, wir gehen gleich zum Button, Ich möchte doch nur mal gucken. There's no handle on the door. I have to find another way out. Das wollte ich nicht. The door is locked. Is that a hole in the ceiling? Ja, okay. Da wollen wir ja auch hin. Da wollen wir ja auch wirklich hin. Ups. Ich bin so von den anderen Geräuschen abgelenkt. Ist das ein Schlüssel? Seltsam aus. Was sind das hier für komische Gebäude? Den Button würde ich aber auch gerne noch finden. Okay, jetzt sind wir hier oben. Mist, jetzt zeigt ihr mir nur das an. Ich möchte das überhaupt gar nicht. Ich möchte ja den Button finden. Gruselige Grusel. Scheiben. Wieso komme ich nicht hier rüber? Keine Panik, wir schaffen das schon.
Ich meine, das macht keinen Sinn, dass er nicht darüber könnte. Ich kann ihn durchgucken und sehe, aha, da muss ich dann später hin. Okay, ich gehe zurück, weil ich ja diesen Schlüssel habe. Der ist... Oder was ist das? Ist das ein Schlüssel? Müsste ja eine sein. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß sogar, wofür der ist. Für den? Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mein Gott. Was ist hier passiert? Was ist denn das? Ah, okay. Dafür bräuchte ich dann aber einen Hebel oder so. Was war das? Jetzt gerade? Habt ihr es gesehen? Ach so, okay. Einen Hebel habe ich aber noch nicht. Ja, jetzt wäre natürlich geil, wenn ich jetzt... Ah, warte mal. Wenn ich hier drauf kann. Was ist das denn da unten? Das müsste da. Und dann könnte ich hier so um die Ecke. Ne? Oder? Das kann ich bestimmt auch so. Ne, doch nicht. Und dann könnte ich da vorne drauf. Ist das so gemeint? Oder muss ich jetzt warten, bis ich den Hebel habe? Ja, okay, da ist Benzin. Button. Button hatten wir. Okay, wir haben den Button gerade gefunden. Das war der Button. Deswegen haben wir den auch nicht mehr. Tada! Ja, ich habe ja noch nichts. Also ich habe wirklich noch nichts. Eigentlich, ne? Wenn ich das mal hier mache, kann ich das ja auch machen? Jo. Geht das? Hallo. Jo. Ey, was geht ab? Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Okay. Eigentlich ist das super unsinnig. Ich glaube nicht, dass das irgendwie... Ich glaube nicht, dass das... Ich wüsste nicht, warum. Meine Idee war halt, weil das da als erstes einziges rauskommt, dass sie dann da drauf hüpfen. Und dann da und dann hier so entlang und dann da drauf. Aber trotzdem bringt das ja nichts, weil... Obwohl, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Es bringt doch was. Okay, dann müssen wir uns aber beeilen. Ich probiere das jetzt mal. Weil wir eben was gemacht haben. Ich wusste es doch, ich wusste es doch. Deswegen wollte ich gerade sagen, weil wir eben was gemacht haben, könnte es alles im Kopf kommen. Ja, nun. Lever, Ladder, Wheel. Okay, klar, habe ich gesehen. Boah, ist das schocken, ey. Heiliger. Heiliger, dieser Dreckige, echt. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Looks like some kind of schedule.
Welcome, a few words from the creator of Have You Been to Honolulu? Walkthrough of today's tests and interviews, coffee and snacks, heals, checks and interviews. Was wird denn hier gemacht? A light lunch will be served. Also es ist so ein Willkommensschrieb vom Erschaffer oder von Have You Been to Honolulu. Da werden die Tests vorgestellt und ein paar Interviews geführt. Um 9.30 Uhr gibt es Kaffee und Snacks. Um 9.45 Uhr gibt es die ersten medizinischen Checks und und dann wird ein leichter Lunch serviert. Health Checks and Interviews. Jetzt muss ich selber lesen, warte mal. We meet up here again to announce the winners. Winners are taken to the helipad for departure. Don't forget, you know. Okay. Ist das eine Reise nach Honolulu oder was soll das hier? Was soll das hier? Ganz komisch. Wow. Ich brauche auf jeden Fall hier mehr Munition. War das so überhaupt richtig? Oder wie kam ich denn? Was ist hier los wieder? Ich hab Angst. Boah, nimm so viel du kannst. Ich glaube hier völlig falsch. Leather und Glas. Okay, hier waren wir noch nicht drin. Das nehmen? Nein. Was auch immer ich jetzt getan habe. What could this have been used for? Some kind of cells for isolated patients? Dieses seltsame Zimmer, diese seltsamen Zimmer, die haben wir jetzt geöffnet. Das haben wir auch geöffnet, okay. Explain. Was soll man, was? Das war noch nicht alles, hier ist noch mehr. Es muss nicht unbedingt in den Raum sein, aber... Es ist laut. Ich glaube, wir haben oben Besuch. Was ist das denn? Wo ist meine Waffe?
Frau? Okay, sie tut mir, glaube ich, nichts. Oder? Jetzt geht sie wieder weg. Jetzt kommt sie wieder. Schon ein bisschen ängstlich. Wetter. Warum steht denn da die große Frau? Durfte ich da jetzt gar nicht ran? Ah, ich durfte da überhaupt gar nicht dran. Oh, heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Boah, 1:08. Mein Nacken ist so nass, weil ich so nass geschwitzt bin. Oh Gott, es tut mir voll leid, aber ich glaube, ich muss mich echt abschießen. Mutet sie oder was soll das sein? Es tut mir leid. Was oder wer auch immer du bist. Ich sehe gar nicht. Oh, warte mal, warte mal. Wo ist der Tisch? Oh. Nicht schlecht. Jetzt haben wir nur diese. Ist ja schon so ein bisschen. Bisschen überraschend, das Spiel, ne? Ja. Wow. Keine Ahnung, kann ich das abschießen? Das bringt mir gar nichts. Scheiße. Kann da nicht nochmal jemand stehen? Ich mache jetzt was anderes. Ah, Mist, das ist immer so. Ja. Gucken, wie ich da jetzt nochmal am schnellsten hochkomme. Boah, so. Zack. Geht das so, wie ich das geplant habe? Okay. Schon mal den Beeper. Hep. Na komm. Ach, das ist doch voll blöd. Scheiße. Ich dachte, das klappt so. Oh, Menno. Oh, vor 1:11. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal aufhören zu spielen. Ich bin so verschwitzt, dass es. Gerade jetzt nicht unbedingt wegen der Angst, also ein bisschen auch. Ein bisschen. Aber, es ist aber viel zu warm. Es ist viel zu warm. Aber Spiel ist auf jeden Fall sehr geil. Es ist ein sehr geiles Spiel. Es ist auf jeden Fall mal was völlig anderes. Und so Geisterjagd, also alles, was mit Geister zu tun hat, da bin ich eh super anfällig für. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und ja, das verstehe ich nicht. Ich meine, ich. Wenn ich hier so drauf gehe, kann ich ja nicht da drüber springen. Was für einen Sinn sollte das also haben? Was für einen Sinn? Das ist ganz komisch. Wirklich ganz, ganz komisch. Strange. Aber ich werde es noch rausfinden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne?
Und während ich das gesagt habe, habe ich jetzt gerade hier nochmal was anderes überlegt. Warte mal. Boah, warte mal, Will. Ich weiß jetzt halt nicht, ob er speichert, aber ich werde trotzdem sicherheitshalber nochmal. Ich muss sicherlich mit den runden Teilen was machen. Sicherlich. Da, boah, da frage ich mich ja jetzt schon, ob das auch mit Bossen und so, ob wir da auch noch was mit zu tun haben. Das weiß ich überhaupt gar nicht. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei, ich weiß nicht, Silvio oder Silvio? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Aber ja, sehr warm hier, sehr warm. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.